Herzlich willkommen zur weiteren Fahrbahnkarte Ego Thüringen. Wir fahren jetzt Richtung Feld Nummer 28 und werden da düngen. Der Bauer macht das so. So. Und dann kümmern wir um unseren Links hier, unseren Silo. Da muss ich mal schauen, dass wir erstmal zwei Fahrzeuge oder ein Fahrzeug einfahren mit Kurslink. Wegen Beladen und den zweiten Silo und dann lassen wir den automatisch laufen, auf jeden Fall. Und dann werden wir nach und nach den Silo, den ersten Silo zum Zumachen vorbereiten. Das heißt, den Rest noch reinfahren, was da außen noch rumliegt. Und ja, dann sehen wir weiter, ne? Oh, schöne Spur gemacht hier. Muss ich eigentlich mal aufsammeln, aber gut. Wir müssen zum Schluss tun, wenn wir Zeit haben. Jo, das fährt. Ich wollte sagen, da steht. Das können wir uns gleich erlauben. Ups. Dunkel hier. Aber wie gesagt, ich traue mich nicht hier schneller zu machen. Aber ich befürchte, das kommt Wachstum durch. Nur guck mal jetzt, es haben bitte Sonne. Ja. Auf der Marsch war alles näher erntereif. Für uns ist nicht so tragisch. Beim Mais. Das Häckseln ist egal. Der häckselt auch noch, wenn reif ist, in Anführungszeichen. Also, da macht das nichts. Ups. Wo ist Feld Nummer 28? Bin ich gerade vorbeigefahren. Ja, im Prinzip ja. Wir sind jetzt schon Wiese 66. Hat der Navi nicht gesagt. Und das zurückfahren, festgefahren hier. Da fahren wir die Wiese. Wir haben noch Pflegebereifung. Ist ja dunkel hier. So, bergauf wenn wir nicht kommen. Denken so viele Bäume. Kannst du gucken an der Straße. Jetzt müsste links. Jupp, genau, die Sammlung. So. Das wird interessant. Hier machen wir zwei Vorgewände. Hier wird das ein bisschen schwieriger. Wir müssen mal gucken hier. Feld und umfahren einfach. Das ist ja eine Insel, aber mit Straße. So. Ja, mal schauen wir, ne? Wir machen mal drei. Lass mal nicht so lange dauern, ne? Oh, achso, genau. Gut. Die 28 ist so ein Feld, was ich eigentlich nicht kaufen möchte. Weil es schlichtweg ungünstig geformt ist. Und eigentlich nur Schwierigkeiten machen würde. Da haben wir sicherlich andere Felder, die leichter zu bearbeiten sind. Crossplay, so wie die 40, 54, 53 zum Beispiel, 47 auch noch ganz gut. 13 natürlich 10. Das würde ich dann eher machen wollen. Aber allein das ist schon Vermögen, was man noch also bezahlen muss. Sehe ich noch nicht so. Dann müsst ihr noch viel Holz verkaufen. Oder die Lage in BGA reinbringen. Da bin ich echt gespannt, was denn da bringt. Finanziell.
schon reingefahren wäre, hätten wir es auch nicht gegessen. Wir haben zwar eine große Ladeschaufel, wir haben auch einen entsprechenden Anhänger, der Ladewagen mit 50.000. Wenn wir zwei, drei nebeneinander hinstellen, dann kriegen wir immer schön voll gemacht und automatisch reingeschnitten. So denke ich mir das jetzt. Die Ladewagen. Und da kann man einmal die alle drei voll machen nebeneinander und dann kann man automatisch ins Silo rein. Und früh müssen wir um die Kühe kümmern. Zumindest mal nachschauen, ob wir genug Futter haben. Und hier macht er auch nur eine Bahn und hier gibt es Schwierigkeiten. Das ist schlecht. Herzlich willkommen zu meiner Folge der Karte in Thüringen 2.0. Wir holen jetzt zum feinsten Händler, holen zum Verteiler für Wechselgut, für die BGH, für die Silo, damit wir das Silo noch einigermaßen verteilt bekommen. Vielleicht können wir noch ein paar Fuhren rauffahren, mal sehen, so richtig voll wird. Ansonsten müssen wir ein drittes Silo nehmen und anfangen, weil in der Mitte möchte ich gerne freilassen für das Parken der Fahrzeuge. Erstmal so, so grober Gedanke. Die auf vier Feldern wird aktuell Mission durchgeführt für Düngen. Das sind große Felder, die laufen an die Fahrleine, hoffe ich jedenfalls. Feld 28 läuft nicht mit Kursplay. Musste ich leider abbrechen, weil das klappte einfach nicht. Da fährt jetzt einfach Helfer. Das hatte ich bin vorher fertig gemacht, weil das, die andere Aufnahme muss ich mal schauen, ob ich davon Teil verwerten kann beim Schneiden. Und also nicht wundern, wenn zwischendurch noch was eine andere Reihenfolge kommt. Also das kann natürlich sein, weil die drei Felder, also 10 und 13 und die 40, die waren schon nicht fertig, aber die waren die erste Runde gefahren. Und da habe ich jetzt nochmal eine Runde gefahren lassen, weil ich jetzt noch nicht lange suchen wollte im Dunkeln. Und ich habe mir gleich für Feld 28, da muss ich nochmal extra hinfahren, weil da war nicht so weit, da habe ich dann mit einem normalen Helfer eingestellt. Und werde dann später, wenn da was fehlt, am Rand selber dann nachfahren. Und dann wird er auch schnell sein nachher. Also ich werde überhaupt bestimmt 4 Stunden. Ich hatte letzte Mal zum Schluss ein paar Missionen angenommen und heute früh waren beim Starten diese Missionen fertig. Keine großen Felder, keine großen Summen. Aber 5 Missionen waren noch nicht fertig gewesen und das hat gereicht, um auf den Schulden rauszukommen und entsprechend, na da schon. Das Ding zu kaufen, was ich jetzt am Faktor anhängen werde. Was ich mir beim Mod habe, rausgesucht habe hier als Mod für Silage verteilen, also Hexen verteilen auf dem Silo. Und das holen wir jetzt ab. Da steht schon mein Händler. So, das ist vielleicht da. Ich denke, wir haben hinten anbauen, denke ich mal. Und vorne haben wir ein Gewicht dran. Mal gucken, was für ein Gewicht wir da haben. Ansonsten schaue ich mal nach einem großen Gewicht, was hier noch rumliegen könnte, glaube ich. Vom letzten Mal. Ja, da steht ein Gewicht. Das könnten wir nehmen. Ich muss dazu sagen, wenn wir testen, wie es funktioniert. Müsste aber eigentlich gehen, normalerweise. Mit diesem Gerät kann man dann über drei Teile anbauen. Eigentlich. Muss man dazu sagen, das ist eigentlich passend. Man muss das nur entsprechend ranfahren. Vielleicht kann man da auch tricksen. Na, das wird nicht da, das text mir gar nicht.
dachte, wir machen hinten noch ein Gewicht dazu und dann das Gerät hinten an. Das theoretisch würde das funktionieren. Aber praktisch gesehen. So. Ich wollte mal schauen, was für ein Gewicht die haben. Statt zum 1000 Kilo. Aber oben geht nicht. 2400 Kilo. Das ist besser. Ein Verdichten über dem Silo. Das können wir ja mal andermal wieder mitnehmen. Kaufen oder verkaufen. Gewicht ist ja nicht so tragisch. Natürlich hinten anhängen, ne? Vorne. Vorne abhängen. Weil ich möchte mich ganz gerne das Silo noch nutzen, also höher machen, also im Prinzip das ausreizen. Mal sehen, ob wir es reinkriegen. Denn wenn es doch verbuggt sein sollte und es buggt fest, dann haben wir nur ein Silo, was verbuggt ist und nicht 3, 4. Aber ich denke mal, das sollte gut sein. Vermute ich mal ganz stark. Da es im Grunde eine gefixte Version ist, wenn da vorher Probleme aufgetreten sind oder wären, was ich aber nicht weiß, von dem weiß ich nichts, ich habe da keine Meldung gelesen, dann würde es sicherlich schon gemacht worden. Also, dann wäre es schon erledigt gewesen. So, jetzt habe ich nicht keine Zeit gestoppt. Muss ich ein bisschen aufpassen. Die Länge ist nämlich ganz wichtig für mich, wegen letztendlich mit dem Hochladen und naja, statistikmäßig. Ne? 2 Stunden spielen mit der Statistik als negativ betrachtet. Denn der LS ist nicht so spannend, dass man da stundenlang zugucken könnte. Wäre es mir genauso. Ja, es ist dunkel ist es hier, aber ich muss mal sagen, bei der Mission, wenn die 4 erledigt sind, also die großen, dann ja, wird die Nacht eh vorbei. Irgendwann kommt der Ederwachstum, das ist gegen 1 oder 2. Und wenn das, ja, dann kommen wir eh höher statt von der Geschwindigkeit. Unsere eigenen Felder geht sowieso noch nichts, da ist schon nass. Und dann mache ich mir auch keinen Stress, weil dann wollen wir so warten, bis es trocken ist. Und das wird gegen 10 oder 12 sein. Ist aber normal, dass es nachts so Taunässe gibt, dass da die Felder so nass sind. Das war früher auch schon so. Wir mussten so echt vor mir das lange warten, bis es durch Wind und Sonne die Felder wieder trocken geworden sind. Und Pause. So, weiter geht's. Wir machen jetzt weiter und fahren jetzt Richtung Silo und verteilen unsere Häckselgut ein bisschen besser. Gleich nebenbei noch Wäsche aufgehängt. War auch fertig. Mit Telefonat und dann Wäsche aufhängen. So, jetzt geht das los und wir arbeiten weiter. Schon da, auf dem Silo, passt. Das wollen wir noch ein bisschen verteilen. Jetzt müssen wir nur... Die Maus ist links, das ist nicht gut. Wir müssen jetzt mal sehen, dass wir jetzt die hinteren Teile angebrochen kriegen. So, das heißt nach hinten. Der mittlere läuft schon.
Rechts außen auch. Der linke auch. Es könnte sein, dass wir nach vorne bringen müssen. Oder wollen. So. Ja, das könnte sein. Ist sogar so, dass wir das entsprechend umbauen. Wups. Werden wir auch machen. So, rückwärts fahren. Na, wir machen das, wir drehen es um. Wir machen es umgekehrt. Wir tauschen das. So, da ist. Ab. Auch dort arbeitet sich weiter rein, dass er aufhört zu drehen. So, Gewicht vorne, das hängen wir da hinten. Dann brauchen wir auch nicht Gewicht für ein, auch fürs Verdichten gleich. Vorne entsprechend das vorne anhängen und entsprechend mit V nach unten hängen. So. Erstmal mit V runter. Jetzt fahren wir nach hinten. So. Und besseres Licht. Oh ja, besseres Licht. Rechts dreht sich schon. Ich glaube links auch. Jetzt bewegen sie alle drei. Und wie schön das geht. Da freuen sich die Abfahrer, die können entsprechend natürlich jetzt besser hoch und runter fahren. Ne? Fahren wir rückwärts. Fahren wir dichter rangehen. Müssen wir sehen. Jetzt können wir nachher noch ein bisschen was rauffahren. Wir das hier ein bisschen verteilt haben. Wir müssen zwar nachher später mit dem Radlader das entsprechend reinheben, den Rest, aber ich denke mal, das ist normal, dass draußen auch mal rumliegt, weil sonst wird es am Ende ja zu steil. Ne? Die brauchen ja eine Art Rampe, um dann entsprechend hochzukommen. Ne? Wir machen das bisschen jetzt zu den Rändern hin. Das können wir auch ein bisschen drehen. Und dann macht ihr so einen Traktor, der auf allen Achsen lenkt, sich ganz gut. Der hat einen kurzen Wendekreis. Kam überhaupt für drin an der Menge? Über 2 Millionen. So. Wissen geht noch, sagen wir so. Wir müssen schauen, dass wir nicht. Ich muss hier zwei Folgen zusammenschalten. An sich drei. Aber das macht ja nichts. Irgendwie ich muss hin. Vor allem bei der ersten muss ich ja entsprechend den Rest wegschneiden. Wie schön das geht. Was haben wir uns gequält? Das ist mit dem Schiebeschild gar nicht machbar, weil mit jedem Ruckel und hoch und runter haut er immer Dellen rein.
Naja, Lohnzahlung verstehe ich jetzt nicht, aber gut. Naja. Also da ist irgendwas kaputt. Oh, der meldet Regen, das ist aber gar nicht gut. Einnahmen BGH. Guck mal, was da. Helfer Use ist fertig gewesen. Da war der aber schnell. Ja, Mietkosten. Ja. Ist halt so, ne? Nach vorne hochheben. Dann fahren wir mal. Dann muss ich anders machen. Müssen wir da mal ganz kurz hier hochfahren und dann das gleich mal richtig einebnen. Gut. Erstmal abstellen. Jetzt werden wir entsprechend mal gucken, was der andere gemacht hat. Oh, der Melder ist fertig. Er speichert gerade, das ist gut. Die sind noch im Kreisverkehr noch bei, der auch. So, schauen wir mal. Der hat ja im Prinzip nichts gemacht. Mal gucken. Was gedüngt wurde. Na ja, gut, habe ich gedacht. Das ist nicht tragisch. Das ist der Helfer-Modus, das ist halt so. Dann muss man wieder entsprechend aktivieren. Hier nochmal Licht machen. So. Oder? Gibt entsprechend von rein. Also sagt nee, gut, also macht noch. Gut, da war nur die Ecke müssen nicht ganz in Ordnung. So, jetzt gehen wir hier los und machen einen Kurs einfahren. Nur Licht machen. Das heißt, wir müssen den Kurs so machen, dass er ein bisschen was hier passiert. Achso, hier ist er geändert. So. Hier muss ich jetzt aufpassen. Schnell fährt, vor allen Dingen an Siedlung. Ja, das wird interessant, den Helfer. Das heißt, in dem Bereich muss ich ganz langsam fahren. Vielleicht 8 km/h. Lohnt sich schneller. Gut, ich könnte ein Tempomat machen, aber gut, jetzt spät. Weil er soll den Hexen gut in Silo abkippen und nicht auf der Straße. Deswegen ist er hier so langsam. Letztes Mal ist er durchgerast. Er ist hier ganz langsam.
stehen bleiben und dann darf er weiterfahren. Ist. Der ist nämlich da. Der ist kurz aktiviert, das ist gut. Müssen wir die reparieren. Der meistens reicht. Sieht so aus. Und der andere ist glaube ich auch reif. Unser ja, aber er meldet Regen. Von daher haben wir jetzt keinen Stress, weil wir jetzt immer Dings machen müssen. Unser Mais. Ich will mal sehen, wie das klappt. Mitfahren. So, liebe Schauer, das soll es für die Folge gewesen sein. Ich bin jetzt mal hierher. Dann seid mal Tschüss und zum Video. Schaut auf. Ja, mal sehen wir uns wieder zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Tschüss.